Ein leichter Schwindel der Vorfreude erfasst einen angesichts der schönen Weinberge mitten in der farbenprächtigen Landschaft Baden-Württembergs. Hier wächst der Wein. Hier ist er allgegenwärtig. Hier muss in alten Zeiten das Paradies gewesen sein. Drum blühen hier noch heute die Liebe und der Wein. Drum blühen hier noch heute die Liebe und der Wein. Die Berge voller Leben, hier wächst ein guter Wein. Hier lässt sich's trefflich leben und froh und heiter sein. Ein Lied bringt Sonnenschein und darum stimmt mit ein. Die ausgewählten Rebsorten passen genau in diese abwechslungsreiche Landschaft. Vermitteln sie doch auch die Schönheit der schwäbischen Heimat. Die landschaftliche Vielfalt spiegelt sich in den Rebstöcken wider, deren reichhaltiges Sortiment einmalig für das Weinland Württemberg ist. Das sind die Rebsorten und ihre charakteristischen Unterschiede, der Ort, wo der Wein gewachsen ist, und die Erzeuger, die ihm ihren persönlichen Stempel aufdrücken. Hier in Brackenheim, der Heimat von Theodor Heuss, dem ersten Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland, inmitten der malerischen Landschaft mit ihren Weinbergen, wächst ein hervorragender Wein. Das Weingut Kühner, ein typisch schwäbisches Familienunternehmen, fördert seit mehreren Generationen die alte Tradition des Weinbaus und praktiziert seit über 40 Jahren auch den modernen, mit der Zeit gehenden, naturnahen Weinbau. Nächstes Jahr kommt die Rebe rein. Ach so, ja. Die kommen also hier von Jahr zu Jahr. Und die Rebe kommt wieder runter und die Augen hier kommen wieder so in den Trieb. Und die Trieb hin, im dritten, vierten, fünften Auge kommen die drauf und rauf. Okay, toll. Ich nehme jetzt einen Tropfen hier auf das Glas. Schau in das Gerät. Wir haben jetzt 107 Grad Öxle. Da lacht das Herz des Winzers. Ein hervorragender Jahrgang.
Wie muss dem Winzer ums Herz sein, wenn seine vollgereiften und sonnenverwöhnten Trauben so zermanscht werden, damit aus dem edlen Saft Alkohol wird? Nach dem Ausbesser der Beere ist der Saft noch sehr trübe. Es sind noch kleine Zellbestandteile im Most drin und deshalb wird der Most vor der Gärung nochmal filtriert. Und nach der Filtration sieht das Ganze dann so aus. Die Trubstoffe sind entfernt und der Wein ist jetzt bereit zur Gärung. In solchen mächtigen Edelstahltanks reift der Wein zu seiner vollen Güte. Hier wächst ein guter Wein. Ob nun rot oder weiß, trocken oder süß, frisch, mundig oder gehaltvoll, sie alle warten im gut temperierten Weinkeller auf ihre Genießer. Und darum stimmte mit ein, hier muss in alten Zeiten das Paradies gewesen sein. In solchen künstlerisch gestalteten Flaschen abgefüllt, ist das Produkt Württemberger Wein, nicht nur ein Genuss, sondern auch eine Augenweide. Unsere Weine in der Mitte, eine blaue Spätburgunder als Weißherbst, dann einen Müller-Thurgau als Weißwein in der Literflasche und hier eine Lemberger Spätlese aus dem Michaelsberg. Auf der rechten Seite sehen Sie eine Riesling Spätlese, Thurgau ausgebaut, ein sehr fruchtiger Weißwein. Und etwas dahinter ein Lemberger mit Trollinger, ein kräftiger Rotwein in der Lederflasche. Sehr zum Wohl. Mit einem Glücksgefühl und der Aussage, es ist der Mensch, der das Beste aus den Trauben herausholt, freuen wir uns auf ein baldiges Wiedersehen. Heute die Liebe und der Wein. Hier noch heute die Liebe und der Wein. Dies war ein Beitrag von Waldemar Herzog.